braune Kuranz. Ja, was da passiert? Wir haben also großen Flugzeugen. Ja,
und Apoti. Mit der Leine über die ganze Kampfbahn da rennen und seine Alten suchen und dann ist es gut. Da lebst du noch ein, dann ist die Haie an und hast Freude. Wir können starten. Oh, Heinz, Florian. Christian Kucke in der Mitte und ganz oben Christoph Bachmann in den selben Leiter. Wie der Hund an der Leine ist das so denn? Der Pilot steht unten, der sieht jetzt gern. Er spürt das. Denn sobald ein Anblick geschoben wird, dann sieht die Leine natürlich. Und er spürt das. Ich höre eben, dass auf der Motorbrücke jetzt ein Motor startet. Normalerweise bei einem Wettbewerb werden so künftig sieben Durchgänge geflogen und es wird eine Sorgzeit vorgegeben, dass die Hinweise von der Thermik ab. Bei gutem Wetter ist dann so eine Sonnzeit von 3 bis 5 Minuten vorgegeben. Werden am Ende Die Höhe ist ein Glückssekunden aus der Boden.
Erster Teil ist ein Modell ausgehängt, das reicht jetzt schon nicht. Oh, ich verdanke, da gibt es über der Schmiede im Westen. Ausgehängt wird quasi, indem das Modell beschleunigt wird und dann öffnet sich der Haken. Oder so ist das größer als Schicklosse. Modell, was da wunderbar in den Bäumen kreist. Und Sie sehen das Motormodell, das da oben Herren hat. Die Modelle können jetzt nicht mehr einsetzen. Die werden vereinigt, beschleunigt und. Moment. Auf Gummimotor, Modell 7 bereit, hier der 7-Bahn. Und mit dem Riesen aus dem Gegend schaffen wir jetzt ein Modell. Deswegen das Gummimotor-Modell. Jetzt hat das Motorflugmodell die Bremse ausgeschaltet, sehen Sie, das kommt hier mit einem Licht runter. Und das Gummimotor-Modell steigt in die Höhe. Jetzt hier, wie ist das nochmal an? Aber es ist noch nicht ganz wunderbare, ruhige Sportarten. Jetzt, Leute, jetzt noch, ihr seht, das Modell steigt dann noch etwa 20 Meter höher nach dem Blinken. Durch die Beschleunigung kommt auf eine Höhe von 70 ab 70 100 Meter. Eine kommt wieder mit der Grenze runter. Und das Gummimotor-Modell ist da unter dem Parkplatz. Keine Angst. Du als Schweizer auf dem YouTube-Kanal kannst zeigen. Etwas anderes, ja. Super gut im Kommentar. Thank you.
Lopez. Nein, nein, ich gehe nicht. Flo hat den auch aufgelöst. Er hat den Ding auch. Oh,
Andi und ich noch nicht. Wie Andi kann sich auch gut. Eine wunderschöne, smarte Landung gibt auf Zugewasser. Wunderbar! Ich muss aber die Zeit für die Kunden benutzen. Geht es Ihnen noch gut dran? Ja, ich habe ihn nicht gesehen. Also, gut, dann ja. Das ist bis zu 13 PS. Modell mit 50 kg Gewicht ist natürlich nicht der Gewicht. Ich
Flüge, vor allem wenn wir da einen Berg draufstarten. Jetzt ist die Lastwagen für die Idee. Da war ein Kosten. Ja, genau.
Thank you.
Was hast du denn da verbaut? Ist das
jetzt Styropor? Der Rumpf ist Styropor, das ist ein spezielles feinkörniges Styropor, das heißt Pixporit. Und die Flügel sind aus demselben Material, aber überzogen mit Balsaholz, 1,5 mm, einem Papier darüber und Nitrofarbe, die ist speziell leicht und deckungsstark. Das Modell hat 12 Kilogramm, ist 3,5 Meter lang, ebenso ist die Spannweite 3,5 Meter. Gebaut habe ich sie vor 20 Jahren. Ja, damals, im 89 kam ja der Original Antonov genau mit dieser Bemalung, mit dem Buran obendrauf, nach Le Bourget an die Airshow. Und das war ja die große Überraschung für den Westen, dass die Russen da plötzlich so große Flugzeuge bauen. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich habe mich dann entschlossen, das zu bauen, hatte aber nur eine A4 Dreiseitenansicht. Das hat gereicht. Sie ist nicht ganz scale, aber doch ziemlich im Maßstab 1 zu 25. Mit wem haben wir heute die Ehre? Mein Name ist Hans Bühr. Ich komme aus der Gegend von Zürich. Ich bin 75 Jahre alt und meine Frau ist die Chefmechanikerin Vreni Bühr. Genau. Dank dir. So, wir sind jetzt gerade am Vorbereiten von Rattenhof, von der Buran und wir starten jedes Punkt hier zu probieren. Also der Hang von uns wäre ein bisschen geschoben zu sein, bei dem leichten Seitenwind, der leider ein bisschen zunimmt. Dann ein 100% der Performance liefern, aber ich denke, das wird klappen. Dass wir uns auch anpassen können, das klicken. Und wir hoffen, dass alles gut klappt. Drinnen wird dann ein paar Sekunden daraus zeigen geben. Wenn das Rückwinkel fest wird, speichern und blühen auch in die Spitze.
der Hand von der Martin verliert, geht man dann den Hand ohne wieder an den Boden.
Wonderful.